FIFA-Packs am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Genau. Willst du reden oder fängst ich an oder du? Ich fang an. Ey. Hey. Ich fang an. Ruhe jetzt. Okay. Psst. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu unseren Food Champions Rewards. Und Division Rivals. Ja, genau. Wie kann man denn wieder so verklatscht sein am Morgen? Das geht doch nicht. Kommt der nie in ein ungewohntes Zeitspektrum? Stefan, schau mal auf die Uhr. Es ist gerade 9.12 Uhr. Eigentlich nehmen wir die Rewards andere Zeit auf. 21.12 Uhr. Meistens ja. Aber für euch dachten wir, machen wir heute mal den frühen Wurm. Ja, ganz früh rein. Und wir haben jetzt hier erst die Division Rivals Rewards. Dann können wir schon mal Gas geben hier. Und die Food Champions Rewards kommen gleich erst. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns vielleicht ganz kurz mal hier das Team der Woche an, wollte ich gerade sagen. Wo ist es denn? Ja, okay. Das ist ja ein super Team, Digga. Was ist das denn? Handanovic können wir jetzt ziehen im Tor. Ja. Super. Bundesliga kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Mit Team of the Season haben wir schon einige Videos zu gemacht. Falls ihr die verpasst habt, natürlich alle abchecken. Also ich glaube, wir brauchen uns da gar nicht viel heute anzugucken, oder? Also von dem, was man ziehen kann, sondern wir starten einfach in die Rewards. Ich habe gezockt, ne? Ich habe einen Cheat gefunden. Und zwar, ich habe 2700 Punkte, habe mich ab einfach 20, 30 Spiele hintereinander, bin ich einfach jedes Mal rausgegangen. Habe jetzt nur noch 2100 Punkte in den Rivals-Dings. Ey, da kommen ja echt keine guten Gegner mehr. Das ist ja voll einfach, jetzt die Siege zu holen. So einer bist du, Alter. Genau. Mal gucken, klicken wir mal drauf. Und es ist ein Walkout drin, was? Im 35k-Pack? Aber nicht blau. Oh mein Gott, was ist das denn? Brasilien, LF! Oh, Coutinho, Alter. Ey. Das wäre ja schön, mit Neymar hier reinzustarten. Das ey, ist schade. Das ist so unfassbar, oder? Mann, ich bin noch nie Neymar gezogen, außer damals FIFA 13, ey. Das waren Zeiten, Leute, ey. Schade. 1, 2, 3. Come on. Walk ach, du hast schon. Ach, ja? Okay, ich dachte, du mal. Walkout! Come on. Blau. Walkout! Kein Blau. Kein Blau. Kein Blau bei mir auch, obwohl ich Walkout hab, wa? Ah, Pjanic. Aubameyang, Alter. What? Jawohl. Was geht denn bei deinen Rewards was aus? Was ist denn los, ey? 8-8. Boom. In den 35k-Packs, zweimal hintereinander Walkout. Was ist denn hier los? Ich glaube, das sind bisher deine besten Rivals-Rewards. Ey, wie krass ist das? Aubameyang und Giroud in einem Pack. Europa-League-Pack war das hier, Alter. Geile Scheiße. So, wir machen mal direkt unser erstes 50k-Pack. Und da wette ich jetzt meinen Arsch drauf, dass da kein Walkout drin ist. Wenn ja, lach ich mich kaputt, Digga. Na, war ja klar, da ist natürlich kein Walkout drin im ersten Pack. Ah, aber ein Schlitz immerhin. Frankreich, ZTV, da haben wir den Laporte drin, der letzte Woche Team of the Season war. Let's go. Go, come on. Noch ein Walkout. Jawohl, komm. Please. Nein. Ja, komm schon. Blau. Blau, 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 blau. Come on. Deutschland. Stürmer. Werner. Werner. Timo Werner, Bruder. Timo Werner, let's go, Bruder! Was? Laber doch keine Scheiße! Ja, Bruder! Werner! Oh mein Gott, was ein geiler Sub, Alter! Oh mein Gott, die Werte von dem 99 Tempo, 95 Dribbling, 96 Schuss, 92 Passen, 86 Physis, das sind wieder diese leckeren... Mwah. Boah, den kannst du sogar verwenden, Alter, der ist geil, Mann! Oh, ohne Witz! Digga, was kostet der? 1,5 Millionen? Nein, der kostet doch 500.000 Münzen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich kostet er 1,6 Millionen! Ja, Mann. Was? Du hast 95er Werner! Das glaube ich jetzt nicht. Ja, 1,5, 1,6 Mio, Alter. Alter! Junge. Ey, kranke Scheiße, Leute. Das geht ja schon mal richtig gut los. Und die knackigen Fische, die kommen ja jetzt gleich noch um 10 Uhr. Also müssen noch 45 Minuten warten. In der Zeit, ja, wähle ich mir eine Palme, nein, Spaß. So, Freunde, es ist 10 Uhr, Outfit gewechselt, Haare gemacht. Wir sind bereit für die Food Champions Rewards, noch nie so früh geöffnet, das erste Mal. Mal gucken, ob es uns auch Glück bringen wird. Wir beide haben hier die Elite Rewards, also es gibt hier auf jeden Fall 3 fette Player Picks, dann 100k-Pack und ein 3er Tots Pack, Alter. Da bin ich ja jetzt echt gespannt. Stefan hat schon gut losgelegt mit seinem Timo Werner. Mit wem wärst du denn zufrieden? Sagen wir es mal so. Wer wird dir jetzt noch gefallen? Bestimmt Werner, ne? Werner wäre auf jeden Fall eine feine Angelegenheit. Ne, ich hätte gern den Reus und den Havertz. Ne, Reus wäre schon, also Reus würde ich übertrieben feiern. Ich würde den sehr, sehr gerne haben. Ja, Havertz wäre auch nicht schlecht. So, Lever würde ich jetzt persönlich nicht so feiern, also zu spielen. Aber den zu haben wäre natürlich auch nicht schlecht, ne?
hoffen wir mal jetzt nicht, dass jetzt hier drei Torhüter kommen, Alter, oder zwei. So mies. Ja, vielleicht kommt ja auch nicht mal ein Bundesligaspieler. Eder Militao wäre auch gerne auf Feiern. Ja, Mann. Oder gibt es nicht auch Linksverteidiger? Ist der nicht dabei? Der Hayes, ja. Ja, ja, der ist ja auch noch da. Okay, zähl runter, Stefan. Komm, das Erste. Drei. Zwei. Eins. Und boom! Komm schon! Boom! Let's go, Jovic! Was? Alter! Was? Ey, Bro, du musst mir mal helfen. Ich hab. Was? Wie hast du denn? Du hast doch nicht Jovic bekommen. Bruder, schon wieder 1, noch was Millionen. Der ist 1,4 oder so. Niemals, Digga. Ich zieh mir so ein Demir bei. Ja, gönn dir. Ich hab noch Joao Felix, Halstenberg, Kampel, Almeida. Ich habe aber noch einen 94er, diesen Bruno Fernandes aus der anderen Liga. Soll ich den beim 94er nehmen? Den mir bei spiel ich sowieso nicht. So höher das Rating, oder soll ich den nehmen? Wie viel hat denn den mir bei? 93. Ja, wow, der eine Punkt macht es jetzt auch nicht aus. Also musst du wissen, was du eher vielleicht mal einbauen würdest in ein Video oder so. Ne? Aber ich habe ihn jetzt am Zettel. Nimm mal den mir bei mit, Alter. 3, 2, 1, boom! Komm mal, bitte, komm schon. Reus, Reus. Ja. Ich hab einen Keeper und zwar Trapp, ich hab Acuna, ich hab Felipe, Seferovic, aber ich hab auch einen Schulz. Der hat zwar nur 92, aber kranke Werte. Schau mal, ich hab auch Schulz bekommen, Halstenberg, also zwei Linksverteidiger und Kampel hab ich. Ja, dann safe Schulz. Kannst du mal nachgucken, was Schulz wert ist? Ja, mach ich eben. Boah, also, Schulz müsste, glaube ich, so 300.000 oder was ist der 200, wert? 300? 165.000 ist der wert. Okay. Und Halstenberg ist, glaube ich, noch weniger wert. Naja, der ist, 93.000. Also ich nehme auf jeden Fall safe Schulz mit. Ja, ich nehme auch Trapp. Ist okay, aber ja, ich nehme lieber. Obwohl ich hab ja eigentlich schon den Dingens, ne? Ich hab ja schon da ein bisschen Linksverteidiger. Ich gehe mit Trapp, oder? Okay. Ja, mach Trapp. Nee, ich geh mit Linksverteidiger. Ich glaube, ich krieg jetzt noch einen Torwart. Der ist auf jeden Fall interessanter. Dann kommen wir jetzt zum dritten Player-Picker. Ne, bist du bereit? Okay, Alter, ja, zähl runter, Mann. Okay. Fuck. 3, 2, 1, go. Komm schon. Jetzt, bitte, gib was Gutes zum Schluss. Nein. Oh, geil, Alter. Ey, ich sehe erstmal 95er Sommer und weißt du, wer am Ende steht? Alex Tejes, 93, Mann. Das ist stabil. Mein Gott. Der ist heftig, Digga. Ich hab schon wieder Schulz. Aber doch keinen. Und wen noch? Joao Felix, Pizzi, Kampel und Rafa. Ich glaube, ich gehe hier mit. Mit Rating, glaube ich, gehe ich diesmal. Boah, Digga, Tejes ist doch mal richtig geil, Alter. Der ist doch auch bestimmt was wert. 400.000 ist der wert, ey. Stabil. Kann man sich nicht beschweren. 93er Tejes. Den nehme ich mit. Packe ich direkt in mein Main-Team rein. Alexandro, ciao. So, Leute, ihr seht in mein Main-Team. Und Alexandro haben wir als Linksverteidiger 88. Aber der wird jetzt nämlich ersetzt werden durch unseren neuen 93er Tejes. Wenn der mal kommen würde, Mann. Ey, mal hier Spezial. So, da haben wir ihn noch hier. 93er Tejes. Guckt euch die Werte an. Überall deutlich besser als Alexandro. Packt mal mit rein. Welcome to the Main-Team. Der hat sich schon mal gelohnt. Ich bin zufrieden als mit irgendeinem Bundesligaspieler, den ich nicht einbauen hätte können. Und ja, jetzt kommen wir dann zu unseren Packs. Stefan, bist du ready? Ja, ich bin ready. Und komm, Carset. Komm, gib wenigstens einen Walkout bei irgendeinem von uns. Nope. Ja! Bei mir Walkout. Komm, blau. Nein. Ah, schade. Deutschland. Ja, wer soll es sein? Özil. Bruder, Glückwunsch zum Europa-League-Finale. GG. Bro, ich hoffe, der macht jetzt auch richtig Auge auf deinen Dreier. Hör doch mal auf. Was sagst du sowas, Alter? Was ist los mit dir? Das erste Mal. Mal gucken, ob wir direkt Glück haben. Bitte. Nicht so ein Sommer oder sonst irgendwas. Ey, bitte. Okay. Wir zählen runter. Komm. 3, 2, 1. Boom. Okay. Nein, Alter. Boah, stell dir mal vor, so ein Kampel oder. Oh mein Gott, ich will gar nichts sagen. Komm schon. Wen habe ich dir gerade gesagt, wen ich nicht ziehen will? Sommer. Du hast Sommer drin, aber das hast du von 90er, ne? Ja. Da könnte noch was drin sein. Na, was hast du denn? Noch gar nicht geöffnet. Willst du mich verarschen? Ja, ich öffne jetzt. 3, 2, 1, boom. Come on, let's go. Ich lasse meinen Pick stehen. Yay! Gönn. Come on, gib mir. Nein. Ich habe auch Sommer. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. So, lass uns weiterklicken. 3, 2, 1, boom. Lass uns wenigstens jetzt so was Geiles drin sein hier. Komm schon. Oh, Jovic! Oh.
Ja, Mann, Alter, Jovic drinne. Nice. Oh mein Gott, 1 Million und Schulz habe ich noch drin. Boah, stabil, Junge. Ich habe noch Witzel drin. Der ist auch geil. Der ist auch für 500, 600k. Oh mein Gott, da kommt auf einmal so ein Jovic noch gespawnt, Alter. Der rettet ja doch mal alles, Digga. Geile Player-Picks gehabt. Jovic jetzt noch, der 1 Million wert ist. Perfekt. Auf jeden Fall, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da heute sehr früh. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert, sie abonnieren sofort. Denn es werden natürlich weitere geile Videos kommen. Am Wochenende müssen wir mal schauen. Da kommt, glaube ich, hier auch das La Liga Tops, also das spanische Liga-Team. Und deswegen bleibt auf jeden Fall alle am Start. Der Support ist in letzter Zeit richtig geil, deswegen lasst einen Daumen nach oben da weiterhin und supportet uns. Wir sind jetzt raus. Haut rein. Ciao. Ciao.